Hallo. Und herzlich willkommen zur 152. Folge von 53? Ich hab keine Ahnung. Okay, irgend so eine Folge von Project Unstable 3. Musik startet? Ja, Musik. Sie startet, aber sie ist zu leise. Moment. Zu laut. Okay, gut. Alles klar. Folgendes. Ich habe jetzt einfach mal ja den Reaktor und alles mögliche laufen lassen. Jetzt einfach mal, sind jetzt, ich glaube sogar ein bisschen weniger als 24 Stunden. Folgendes. Ups. Erstmal, das Ding ist voll und wir haben 8880 UMatter, hier nochmal in der Drum. Folgendes ist aber passiert. Wie ich schon vermutet habe, wir haben noch 3423 Uran. Das heißt, wir haben rund, was wird das sein, 900? Was wird denn das sein? Wie viel hatten wir vorher? Ich glaube 3300, ne? Also so 900 Uran verlieren wir pro Tag. Das heißt, wir müssen 900 Uran am Tag produzieren. So. 900 durch, also wir brauchen 90 Uranerz am Tag. So. Und 90 mal 2 macht 180 plus da das Gekrümel noch dahinter hier bei der anderen 2, kommen wir auf so rund 200. Das heißt, wir brauchen 200 Millibuggets pro Tag. Das heißt, 200 Millibuggets mal 10, weil es die Sekundenzahl ist. Das heißt, wir verschwenden von den 24 Stunden, die wir haben, verschwenden wir, jetzt habe ich die Zahl vergessen, warte, 200 mal 10 war es, ne? 2000 Sekunden. Das Ganze müsste man jetzt noch hier durch 60 teilen und dann nochmal durch 60. Oh Gott, Mensch. Es wäre vielleicht einfach, wenn wir einfach mit 180 gehen, oder? Nehmen wir 180? Vielleicht besser, ne? Also 1800. Wir rechnen mal das und dann einfach noch ein bisschen dazu. Also 1800, 1800 Sekunden. Ja, okay. Ich bin schon wieder zehnfach verwirrt. 1800 Sekunden. So, das können wir durch 60 teilen. Das heißt, wir haben 3. Was waren es? 1800, ne? Das heißt, wir haben 30. Nee. Bin ich bescheuert? Ich kann heute nicht rechnen. Es ist irgendwie schwierig. Folgendes. Ich glaube, ich habe mich am Anfang schon verrechnet. Ich habe mich jetzt schon selber verrechnet. Es tut mir so leid. Ja, weil 9 mal 2 macht 180, macht 1800 und das mal 10, also sind es 18.000. Ich wollte schon sagen. Okay. Das heißt, am Tag verschwenden wir 6 Stunden. Ungefähr. Wenn die Tür aufgeht, bitte. 6 Stunden am Tag produzieren wir nur Uran. Das ist jetzt meine Hochrechnung. Wir bleiben natürlich immer noch 18 Stunden, in denen wir UMatter produzieren. Und ich bin mal gespannt. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Wir gucken einfach mal, wie es funktioniert. Das Einzige, was ja wirklich down gehen kann, sind unsere Maschinen. Alles andere ist ja automatisiert. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, ob der Golem wieder... Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben Lagspikes auf dem Server. Ich zeige auch gleich nochmal ein bisschen was. Okay, er hat sich nicht wieder da unten aufgehangen, weil der rennt immer da runter. Ich weiß nicht, der nicht, aber der. Dem nicht. So. Okay, folgendes. Ich durfte feststellen, dass wir einen wunderschönen Leckproduzenten haben. Dieser Leckproduzent ist im Endeffekt... Hallo? Das Zeug, wenn es an ist. Die... Hallo? So. Diese Frame-Rotoren, wenn die gepowert sind, dann produzieren die ordentlich Lag auf dem Server. Ich glaube, einer hatte, ich glaube, 5000 Mikrosekunden.
keine Ahnung, ich glaube. Nur allein ein Block. Und die Chunks, also dieser Chunk und dieser Chunk, was im Endeffekt die beiden sind, wo das Zeug drinnen steht, die hatten eine extremst hohe Auslastung und zwar mit 4000. Ja, warte. Ja, 5000 irgendwie. Und die anderen Chunks liegen meist bei 700, 800 und das ist kein Problem. Ich könnte Opis anmachen, aber. Nee. Und ich dachte, das dürfte jetzt eigentlich den Lag erstmal reduzieren, weil die Dinger haben irgendwie durchweg Lag produziert, wenn die gepowert waren. Das heißt, ich sollte vielleicht. Vielleicht mehr zu einem Puls wandeln. Dass wir wirklich im Endeffekt mit einem Puls das Signal ändern. So, jetzt passiert da natürlich gar nichts. Dass wir praktisch hier hinten an die Dinger, muss ich nochmal gucken, dass wir hier, wo es reingeht, dass wir hier Pulsformer hinmachen. Praktisch nur ein Puls reingeht, mehr nicht. Damit die Dinger nicht die ganze Zeit gepowert sind. Muss ich mal schauen. So, und jetzt lag's wieder. Oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, gut. Folgendes. Ich habe mir überlegt, was uns wirklich noch fehlt, ist eigentlich eine Wollform, ne? Wir haben keine Wolle. Wir haben alles nur keine Wolle. So. Schnee haben wir auch ein bisschen, woher auch immer, aber da brauchen wir keine Farbe. Alter. War auf jeden Fall ertragreich, ne? Alter. Ja. Ups. Jetzt leckt's wieder. Ich hoffe, ich schmeiße es nicht auf den Boden. Weil das ist immer das. Dem ist sowas passieren kann in so einer Situation. Auf Shift klicken kann ich jetzt auch nicht. 27, okay. 64 Plutonium machen wir jetzt. Das heißt, wir können nochmal 21 machen. Wahnsinn. Und das ganze Tiny Pile of Plutonium kommt übrigens von hier. Das Plutonium crafte ich ja immer zusammen, aber das war jetzt praktisch an einem Tag. Nicht alles von dem Plutonium, aber ich denke mal über die Hälfte. Hälfte bis über die Hälfte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es war. Kam alles daher. Weil folgendes, Mox bringt euch mehr Plutonium im Endeffekt als ein. Also, ne, nicht mehr, aber wenn wir gucken. Die pleated. Mox. 4 Tiny Pie und 12 Plutonium. Normal 4 und halt Uran. Das heißt, bei dem anderen kriegt ihr das Uran wieder, bei dem anderen das Plutonium wieder. Deswegen hatte ich zuerst überlegt, ob wir es mit dem normalen laufen lassen. Sache wäre die, wir würden weniger Uran verballern. Allerdings. Eigentlich. Mir geht es um den Strom. Um die Geschwindigkeit vom Yui-Matter. Ich meine, es wäre eigentlich egal, ne? Wenn man sich überlegt. Wenn wir da normale Fuel Rods reinballern würden. Wir haben eigentlich genug. Sie haben so viel Tiny Plutonium. Uran. Vielleicht baue ich es doch nochmal um. Also wir brauchen es nicht mal umbauen, wir brauchen nur austauschen. Das ist nicht das Problem, das Ding ist stabil. Nur wir kriegen die Kerntemperatur halt nicht runter, was im Endeffekt uns dann egal sein kann. Aber wir könnten es mit dem anderen betreiben. Vielleicht werde ich da nochmal was ändern. Wo kommt denn überhaupt das Ach da rum? Ah, hier ist der. Bin schon verwirrt hier. Disabled. So. Okay, also das Ding. Muss ich mal schauen. Vielleicht machen wir es doch mit dem normalen. Bin mir unsicher. Aber vielleicht gar nicht so doof. Weil. Warum wollte ich. Ach nee, Moment. Folgendes. Kann euch sagen, warum das Plutonium. 3 Plutonium. Für ein Ding. Oder? Nee. Trotzdem ist gleicher. Der einzige Bonus ist wirklich die Energie. Okay, dann. Wir haben dann nur noch ein Drittel der Energie. Also wir brauchen dreimal so lange. Äh.
Weißt du, eine Hochrechnung? Ach Gott, nee, das rechne ich jetzt nicht durch. Tut mir leid, das ist mir jetzt zu viel. Okay, folgendes Wolfau. Und ich habe irgendwas an 10 hängen. Das ist gerade nervig. Also, Tür geht hier nicht auf. Moment, kriege ich eigentlich? Ja, in der Mitte kriegt auf. So. Na, ihr drei? Was geht? Wie macht man das jetzt, ey? Ich habe das immer noch nicht fertig gebaut, ne? Stört mich jetzt schon ein bisschen. Naja, okay. Machen wir es bei uns kurz hier ein bisschen Platz. Machen wir es hier hin? Oder es vielleicht direkt hier packen? Hier so direkt daneben? Nicht doof. So. Wo ist denn da? Ich mache alles weg. Ich mache alles weg. Egal. Sie pflanzen es ja nach und sammeln es auch wieder ein. So, bevor sie jetzt das alles einsammeln hier. So. Ich weiß nicht gerade, ob ich es definiert habe. Dass der Golem nur bestimmte Sachen einsammelt. Ich glaube nicht. Hallo. Danke. Doch noch nicht voll. Das hat nur wieder geleckt. Also langsam wird es wirklich schlimm mit den Lecks. Das ist, naja gut. Man darf nicht vergessen, der Server hat diese Welt hier sein. Na doch, die restliche Welt. Bis auf meine Basis hat das schon sehr, sehr lange. Ja. Haben wir eigentlich hier irgendwie alle möglichen Seeds schon drin? Ja, ist uns auch egal. So, komm. Ciao. Okay. Haben wir... Öffne meinen... Da! So. Böses Teil. Haben wir denn hier noch... Okay. Hier weg. Hi. Da weg. Stirb. Hier weg. Und da weg. So. Aha. So. Lalalalala. Sind wir schon wieder voll? Ne, es leckt wieder. Ich will wirklich wissen, was das für Lagspikes sind. Weil am Internet liegt es wirklich nicht. Ich habe extra alles nochmal überprüft. Ich weiß nicht. Ich kann nur vermuten, dass der Server hinterher hängt. Ich hab auch nachgeguckt, also er tut es, aber ich weiß nicht, ob er mehr hinterherhängt als vorher oder relativ gleich viel. Na gut. Haben wir noch Fan? Nein, okay. Stick. Dürften wir ja genug haben. Nein, wir haben weniger Sticks als Sticky Rasen. Es ist. Eigentlich brauchen wir die Baumfarm gar nicht mehr, ist mir aufgefallen, ne? Denn, oder? Nee. Doch, das kommt alles durch die Baumform. Wahnsinn. 25, Alter. Und das Rubberwood wandeln wir in Rubber um. Das heißt, davon haben wir, wir haben einfach viel zu viel. Es ist schlimm. So. Und ich muss mal ganz kurz. So. Craften das einfach mal hier. Da ist keine Lust drauf, Ewigkeiten zu stehen. So, das reicht. Dann brauchen wir noch eine Drum of the Wild. Nee, Drum of Gathering. Drum of Gathering war's, genau. Das geht schnell. Haben wir noch Mana Spreader? Noch Living Wood. Ein zu wenig. Schreibt mir bitte Folgendes in die Kommentare, falls ihr noch da seid. Weiß ich nicht, nach meiner Eskapade mit der Hochrechnung, die ich jetzt irgendwie seit 3 Tagen mache, ob es denn funktioniert oder nicht. Folgendes. Sollen wir Botania nochmal automatisieren? Ja, nein. Automatisierung würde dann wie folgt aussehen. Wir machen eine separate Pure Daisy für einmal für Stone, einmal für Wutsch. Hatte ich mir überlegt, wenn wir es denn machen. Also müsst ihr dann sagen, ja oder nein.
ob wir nochmal bei Botania ein bisschen an die Automatisierung gehen oder nicht. Something is following you. Ich sehe nichts. Okay. Das machen wir. Dann Redstone Mana Spreader. Haben wir noch einen Mana Pool? Sehr gut. Okay. Wir müssten halt das Mana noch dahin kriegen. Das heißt, wir müssten dann vielleicht nochmal schauen. Oder? Gibt's irgendwie. Ich denke, es gibt nicht mittlerweile irgendeine Möglichkeit. Ich hatte übrigens über was anderes nachgedacht, wie man es vielleicht auch machen könnte, was vielleicht auch ganz witzig wäre. Man macht einen Mana-Tablet, was immer hin und her hüpft. Was praktisch gespeichert wird. Und wenn es nicht voll ist, wird es aufgeladen. Und wenn es voll ist, dann wird es wieder eingesammelt. War so, weiß nicht. Hatte ich so als Idee, was halt vielleicht mal lustig wäre. Was anderes gab es nicht für eine Mana Transportierung. Ja, cool, wenn es einen Linked Mana Pool gäbe. Dass man crossdimensional besser arbeiten kann. Ich meine, mit Hilfe von Ender.io kann man natürlich Minecraft-mäßig mehr machen, aber. Okay, man könnte es durch ein Netherportal schicken, aber. Nee, ich weiß nicht. So. Gut. Wo waren wir jetzt? Ich bin vollkommen raus. Living Witch. Ist hoffentlich fertig. Sehr gut. Dann einmal weg damit. Natürlich. Egal. Und schön, die Ecke schön. Jetzt müssen wir nur warten, bis ich das Geräusch höre. Dann macht es kein Geräusch. Okay. Damit ich weiß, es leckt nicht mehr. So, einmal nach hinten. Tralalalalala. So. Jetzt habe ich das Living Wood mitgenommen, ne? Ich bin dämlich. Egal. Oder ist das vielleicht zu. Ne, wir machen mal zwei Abstände. Meine! Fühlst du dich jetzt besser? Und daran hat man übrigens gerade gemerkt, dass es wirklich Serverlag ist, weil der Golem stand auch noch da. Okay. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz pennen, sonst haben wir ja gleich alles Mögliche an Mobs um uns herum. So, okay. Gut, ciao. Dann 1, 2 hier. Ich baue das gerade viel zu groß. Ja, ich bin zu schnell. Achso, es laggt wieder. Danke. Nein, meine. Diese Raffgierigen immer. Immer haben wollen. Ne? Geh weg. Geh weg. So. Es muss ja eigentlich dann reichen. So, wie viel haben wir jetzt? Es sind 7 in der Mitte. 1, 2, 3, 4 und so. Wunderbar. Einmal das Ding. Einmal das Ding. Und ja, dann kommt da noch die Sache. Bin gerade am Überlegen. Nee, gut, nee, wir lassen es erstmal so. Ich baue es da erstmal. Na, ist egal. Okay. Ich hatte gerade eine Idee. Was wir noch machen sollten, vielleicht, ist nochmal diesen Ender-Collector. Wie ist der so? Keine Ahnung. Ender-Collector. Ja. Damit wir die Sachen instant aufheben und nicht jetzt unbedingt eine Hopper-Hock. Weil, ja. Ne. Mittlerweile haben wir das Zeug, um das zu machen. Und das ist leichter zu machen als der Rest. Ne? So. Ender Chest haben wir nicht beigebracht. Na toll. So. Ich find's blöd, dass man die Dinger nicht kopieren kann. Was haben wir? Input? 3-mal orange. Haben wir keinen?
Red. Drei. Und haben wir keinen. Wir haben ernsthaft kein Rot mehr? Was ist denn da los? Okay. Red. Wir haben noch eine rote Tulpe. Ah, nein. So. Kriegen wir zwei Orange. Wahnsinn. Wir haben aber nicht mal. Wir haben nicht mal mehr Mystical Red Flower. Wo ist denn das alles hin? Sag mal. Wirklich sehr verwirrt gerade. Na gut. Wir haben auch keine Mal-Pedal mehr davon. Das heißt, wir. Muss ich doch suchen. Ach, verdammt. Na. Na ja, gut, suchen ist jetzt nicht unbedingt, aber. Trotzdem komisch. So. Okay. Einmal gelb, einmal rot. So. Dann das Ding. Wir werden es vielleicht einfach gleich mit orangener Wolle craften sollen. Okay. Was wollte ich noch? Genau, den Ding jetzt hier. Hallo? Was ist los? Hallo? Danke. So. Und Mana. Nicht. Paddle. War es ein normales Paddle? Das war ein normales Paddle. So, das Ding plus einen Redstone. Redstone. Haben wir noch einen Timer? Natürlich nicht. Moment. Chop. God. Fill. Empty. Use. Sorting. Decanting. I mean. Das ist nur zum. Es gibt keinen für scharfe Scheren, ne? Könnte natürlich ein Dynamism-Tablet machen, aber seitdem nicht. Wir machen es erstmal so. Gerade nämlich am Überlegen, ob es vielleicht eine. Ich will trotzdem an manchen Stellen halt sehr energiearm noch arbeiten. Ich weiß, das ist dämlich, weil wir die Energie haben, aber. Hallo? Lass mich bitte. Jetzt toll. Danke. So. Einmal das noch. So. Timer. Timer, Mana Pool, das Ding. Okay. Haben wir noch ein Tablet oder irgendwas dabei? Mana Tablet. Ups. Mana. Können wir? Es muss natürlich leer sein, weil das Sinn ergibt. Nein, es füllt sich auf, es füllt sich auf. Das soll nicht der Fall sein. Mensch. So, einmal hier. Nein, das ist falsch, ein daneben. Dahin. Wo ist es? Was ist meine Tablet hin? Hä? Warum? Ich frag besser gar nicht erst. Ich denk mir jetzt meinen Teil und dann ist gut, ne? Ich keine Ahnung. Achso, stimmt, man kann jetzt im Mana Pool drinnen sitzen. Hab's vergessen. Man kann sich jetzt da reinstellen. So. Okay. Wir haben noch Terror Steel.
ist danke. Natürlich nicht. Mana Dingens. Mana Kirchen und Mana irgendwas. Oha. So, wo ist denn hier? Da ist. So. Okay. Alles klar. Dann einmal hier hin. Bitte. Lass mich jetzt nochmal drauf zugreifen. Das wäre wunderschön. Bitte. Danke. So, füllen wir das einfach mal auf. Indem wir mal ganz kurz hier stehen bleiben. Wir könnten es vielleicht auch. Kommen wir jetzt von allen? Nee, ne? Weiß nicht, ob das schneller geht. Glaub nicht. Oh, ein Brenz. Schön mit dem Lava hier. Ja, man sollte Lava nicht allzu offen stehen lassen. Ich glaube aber, das sollte eigentlich schon fast reichen, um den Mana-Pool voll zu machen. Ich verstehe die Anzeige darüber nicht. Ist die richtig oder ist die falsch? Na gut. So. Da. So. Dann. Ja. Ballern wir es einfach mal hier oben rein. Sollte schon voll machen. Alles gut. So. Nur, dass wir einen Startwert haben. Dann. Erste Timer vielleicht. Es wäre sehr schön, wenn. So. So, 400 Sekunden bitte. So. Und ich habe das Ding wieder eingesammelt. Okay. Da, nicht zu nah an. Nicht zu nah an, sonst haben wir wieder Probleme. Ja, man sieht hier auch so ein bisschen. Ich hab getestet, ob es ein Netzwerk war. Warum ich das Ding. Willst du. Dieser Golem. Ich bring ihn nochmal auf. Ach, Mann. Das ist meins. Wenn er losstapft, sammeln es ein. Meins. Der guckt schon so. Guck mal, der guckt so unauffällig weg. Wenn ich jetzt weggucke, würde er sofort losstapfen und das Ding einsammeln. Er tut's noch nicht. Noch tut das nicht. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. So. Aber ich glaube, er ist voll, so wie es aussieht. Okay. Ender Collector. Und ich habe die Ender Chest wieder ins Amesis-Ding gepackt. Nee, die steht einfach noch unten. Manchmal, ne? Warum? Manchmal frage ich mich echt, warum? Warum mache ich solche Dinge? Und ich brauche das Ding ja ewig gleich wieder hier. Na, so. Okay. Blöd, wenn die Tür nicht funktioniert. Ja, gut. Dann machen wir es jetzt mal folgendermaßen. So. 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 Nein. Nur ein weit. Hallo? Warte, geht nicht. Ach so, es leckt. Gar kein Überblick mehr. So, okay. Dass wir einen drüber sind, das praktisch soll sowas in Zäunen liegen, dass es sofort eingesammelt wird. Und das sollte es halt instant aufsammeln und nicht jetzt hier irgendwie erst dafür sorgen, dass der Golem da hinspaziert. So. Jetzt brauchen wir Schafe.
Ich habe keine Lassos mehr. Das heißt, wir rennen jetzt wieder darunter, um uns Lassos zu machen. Golden. Golden Lasso. Nein, das da. Ich hätte einfach eine Soulweil nehmen können. Dann haben wir ja noch ein paar. Okay. So, Folge ist leider jetzt eigentlich schon vorbei. Und da kommt der Baum angeflogen. Ich kann gar nicht fliegen. Dann werde ich jetzt einfach mal offscreen Schafe suchen und da reinsetzen. Ich meine, das Ding an sich ist ja fertig. Kann ich eigentlich? Kann ich? Nein. Schade. Okay. Aber ich glaube, es leckt gerade eh wieder. Oh. Jetzt nicht mehr. Ach, guck mal, Shuriken. So, stirb! Tö! Verdammt. Ja, ran. Treff ich nicht. Treff auch so nicht. Nein, egal. Ach, es laggt wieder. Ja, okay, dann beende ich das jetzt besser, weil ich habe gerade irgendwie gefühlt 20 Shuriken geschossen auf das eine Vieh. Ja. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Die kann ich gar nicht einsammeln. Bin begeistert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja, ich gehe jetzt. Na, da sind sie Schafe. Ich habe Schaf gefunden. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wo ist das letzte Schaf? Da hinten.